Naja, geht so. Ein altes Sprichwort sagt, Liebe geht durch den Magen. Ich hätte da ein neueres Sprichwort auf Lager. Kochen geht auf die Nerven, stammt übrigens von mir. Ich gebe zu, ich bin nun mal keine begnadete Küchenfee. Kommt wahrscheinlich davon, dass ich kaum was esse. Ich ernähre mich hauptsächlich vom Applaus. Applaus ist das Brot des Künstlers. Und weil Applaus ganz wenig Kalorien hat, gibt es viele Künstler, die rank und schlank geblieben sind. Ich meine, wenn ich mal feste Nahrung brauche, dann bestelle ich mir telefonisch etwas. Ich finde es total schick, vor dem Fernsehen zu liegen und zu warten, bis das Essen an der Tür klopft. Der Trick dabei, um seine Figur nicht einzubüßen, ist folgender. Nie Gerichte bestellen, die einem schmecken. Ich zum Beispiel esse wahnsinnig gerne Schweinshaxe mit Bratkartoffeln und Sauerkraut. Aber das bestelle ich nicht. Niemals. Weil, wenn ich das bestellen würde, würde ich natürlich die Schweinshaxe auch essen wollen. Und ich sage Ihnen, das geht auf die Hüfte. Nein, ich bestelle Sushi. Sushi schmeckt so lala und ich gerate niemals in Versuchung, die ganze gelieferte Portion zu essen. Schlau, nicht? Oh, tolles Timing. Hallo? Hallo, Mama. Du, es ist im Moment gerade sehr ungünstig, weil ich bin gerade am Kochen. Mama, hör auf, so dämlich zu lachen, das demotiviert. Ja, ich rufe dich später an. Tschüss. Okay, eine Sarah Wiener werde ich wohl nie werden. Aber ich muss an dieser Stelle erwähnen, dass ich mich sehr gesteigert habe seit meinen Anfängen. Ich meine, das erste Mal, wo ich in einer Küche rumgefummelt habe, da roch es schon wenige Minuten später verbrannt. Dabei hatte ich nur Wasser zum Kochen aufgestellt. Mit der Zeit wurde ich mutig und experimentierfreudig. Ich erinnere mich gerne an meine erste Suppe. Mein Mann kam gerade von einer Geschäftsreise und ich wollte ihn überraschen mit etwas Selbstgekochtem. Und ich hatte da gehört, dass es so etwas geben sollte wie Suppengemüse. Ich, unschuldiges Reh, eile zu Lidl und frage nach Suppengemüse. Die nette Verkäuferin fragt zurück, frisch oder tiefgefroren? Ich, frisch natürlich, ne, Vitamine, Eisen. Man ernährt sich heutzutage bewusst. Da kommt die Verkäuferin zu mir mit so einem traurigen Bündel Gartenzeug und ich denke nur, oh nee, das muss man ja waschen, schälen, putzen, schneiden. Ach, geben Sie mir Gefrorenes. Dazu noch eine Wurst als Fleischeinlage und die Maggi-Würfel, die für den Geschmack zuständig sind. Ich nach Hause, alle Zutaten im Kochtopf und warte, dass daraus Suppe wird. 30 Minuten später schmeckte das Zeug immer noch fade und ich war am Verzweifeln. Ich rühre um und merke, dass an der Oberfläche irgendetwas silberweißes, Alufolienmäßiges rumschwimmt. Ich fische es heraus. Oh. Also muss man die Maggis aus der Verpackung rausnehmen. Das muss einem doch gesagt werden. Ich dachte, das wäre so eine selbstauflösende Folie. Ich fischte schnell die anderen Würfel heraus, zog die Alufolie ab, rührte ein paar Mal kräftig um und voilà, eine wunderbare, köstliche Suppe. Oh, mein Mann war begeistert. Er sagte, meine Suppe schmeckt genauso gut wie das Essen in der Economy Class bei Lufthansa. Ich meine, Lufthansa, ne? Was will man mehr als Lob? Hm, Mist, immer noch suboptimal. Tja. Da werde ich wohl beim Servieren mein Negligé anziehen, weil das Auge ist ja bekanntlich mit. Übrigens, auch ein altes Sprichwort.